Große Säugetiere sind häufig ziemlich gut erforscht. Bei den Przewalski-Pferden, da sieht das allerdings anders aus. Die Forschenden, die sind sich noch nicht mal richtig einig darüber, wie der Lebensraum von den Pferden aussieht. Der Grund für diese Wissenslücken liegt darin, dass die Tiere schon sehr selten waren, als sie das erste Mal wissenschaftlich beschrieben wurden. Und es gibt keine Beobachtungen von dem Verhalten der Tiere, ohne dass es vom Menschen beeinflusst wurde. Sogar ihr Essverhalten hält einige Überraschungen bereit. Untersuchungen im großen Gobi-B-Schutzgebiet an der chinesisch-mongolischen Grenze haben gezeigt, dass die Pferde das ganze Jahr über mit Vorliebe Gras fressen. Überraschend ist das, weil Gras auch im Winter die Hauptnahrung von den Pferden ist, obwohl es, wenn eine Schneedecke liegt, sehr schwer zugänglich ist, aber trotzdem die Tiere andere Nahrung weitestgehend verschmähen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Wildpferde schon mal gesehen? Schreibt mir das sehr gern mal in die Kommentare.